Servus, der Tobi hier. Ich bin heute bei Mindelheim unterwegs, oder starte hier das Chasing. Und da hinten haben wir eine erste kräftige Zelle, aber ich wollte gerade erzählen, dass es schon schnell Ausflug gibt. Jetzt kommt auch schon der kalte Wind raus. Ja, schaut nicht besonders gut aus heute. Donnert zwar ohne Ende, Energie ist da, aber die Luft mal so etwas impotent. Also, da ist einfach zu viel heute schon hochgegangen am Alpenrand. Jetzt haben wir zu viel Kaltluft, die rausdrückt. Ja, mal schauen, was sich daraus noch entwickelt. Vielleicht mit der rausdrückenden Luft in die Richtung und dieser Front, die da hinten reinkommt, dass wir hier später noch einen dickeren Bomber bekommen werden. Jetzt schauen wir mal, was dieses Ding macht. Vielleicht gibt es dann noch ein bisschen Hagel. Ich habe jetzt verlagert nördlich von Augsburg, nördlich von Gersthofen, um genau zu sein. Und diese Outflow-Linie von vorhin, oder diese auslaufende Linie von vorhin, kommt jetzt da hinten angezogen. Hier ist noch richtig schön warm, wir haben 30 Grad, da vorne ist eine volllaufende Zelle. Und mit der Linie da hinten, es donnert jetzt in einer Tour, wird leicht grün. Echt eine heftig geile oder heftig schöne Gewitterstimmung. Wenn das Ganze jetzt hier anzieht, wird wahrscheinlich auf diesen trockenen Feldern hier ordentlich staubstumm gehen. Ja, mal schauen, ob die Formationen jetzt gleich noch geiler werden. Momentan ist es mehr so clustermäßig. Aber durch die Eigendynamik des MCSs könnte sich hier vielleicht ein rotierender Aufwind entwickeln. Oder hat sich, wird oder entwickelt sich hier gerade, deswegen flackert es jetzt ohne Ende. Dann gibt es hier vielleicht noch gleich eine richtig imposante Erscheinung am Himmel. Nice, nice. Leute, ich flippe komplett aus. Jetzt hat sich hier echt eine Superzelle entwickelt, aus der Eigendynamik heraus. Da hinten die Aufwindbasis richtig schön abgegrenzt, der Niederschlagskern. Ja, jetzt kommt der Wind schon von Süden und jetzt tut sich hier gleich die Wolkenbasis verengen. Das heißt, ich kriege jetzt noch einen richtigen Push. Ich stehe hier einfach nur perfekt. Hey. Wow. Thank you.
An Schäden habe ich jetzt nicht so extreme gesehen. Ein bisschen Laub wurde heruntergehagelt, der Mais ist ein bisschen ramponiert worden. Aber zum Glück hatten wir nicht so viel Sturm, dass ganze Bäume umgestürzt wären, weil das sah echt schon aus, als wäre hier ein fetter Downburst runtergegangen mit über Orkanböenstärke. Ja, so muss es sein. Gute Action, wenig Schäden. Ich hatte auch viel Glück, dass sich das Gewitter genau vor mir aufgepumpt hat, weil da hinten, da regnet sich jetzt gerade der Eisschirm von der Zelle aus. Aber ist klar, bei der Windscherung hast du immer nur so fette Peaks, die musst du genau treffen, das ist die Kunst. Und wenn du davor nicht richtig stehst und dahinter, dann kannst du es gleich vergessen. Also, ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Habt alle einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Servus, sagt der Tobi.